Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt's mal die Aufklärung, quasi die Wahrheit über Crossbow Dynamics. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Ja, es ist jetzt über ein Jahr her, dass wir unser Crossbow Dynamics Vorstellungsvideo veröffentlicht haben. Und wo bleibt der Rest? Wo sind die Schießstätten? Wo sind die Vereine? Wo sind die Übungen? Abgesehen von CDM 1 bis 4. Wo ist der Rest? Wo ist das Regelwerk? Und wo ist der Online-Shop? Ja, das Ganze werden wir uns heute mal angucken. Und wie man vielleicht schon an meinem Gesichtsausdruck sehen kann, wird das heute leider kein so besonders spaßiges oder lustiges, typisches Mac-Video, sondern ja, beinharte Realität. Crossbow Dynamics ist ein Projekt, das war immer ein Herzensprojekt. Ich habe da sehr viel Geld und auch Zeit investiert, um zusammen mit Eric Graham diesen Sport groß zu machen. Das war das erklärte Ziel. Und wir haben sehr viel im Verborgenen vorgearbeitet. Wir wollten ungefähr im November 2023 an den Markt kommen und im Grunde ein fertiges Konzept da haben. Ein Konzept, mit dem wir direkt zu Vereinen gehen können. Ein Konzept, mit dem wir direkt einen Schießstand-Sachverständigen dazu bekommen, dass er uns einen Schießstand abnimmt und euch das gestattet, da mit uns zu schießen. Das war der Plan. Es gibt ein sehr cooles Video, wo wir auch ein Test-Event machen. Das hätte natürlich nicht das letzte Event werden sollen. Stand jetzt ist es das aber eigentlich. Das ganze Ding ist so, wir hatten unser Video vorbereitet, vorgedreht. Wir wollten es verkünden. Und ungefähr eine Woche, bevor wir es verkünden wollten, wurden wir von einem sehr großen YouTuber, dessen Namen ich jetzt hier auch gar nicht großartig nennen werde. Dieser große YouTuber hat mich und auch den Eric in die Öffentlichkeit gerissen und mit in diesen Beef zwischen Steambow und einer anderen Firma hineingerissen, hineingezogen gegen unseren Willen. Und ja, hat dieses Projekt als Grund genommen, warum ich wohl abhängig sei. Und da kamen einige heftige Nachrichten, zum Teil strafrechtlich relevante, definitiv. Aber als wir dann aufgeklärt haben, was es ist, kam von den meisten Nachrichten eine Entschuldigung. Da wurde ich aber ziemlich vom großen Mann verarscht, Nachrichten zurück. Also die Leute haben verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht um einen Sport, den wir machen wollen. Es geht darum, dass man diese Geräte nicht nur zu Hause hat, falls der Einbrecher kommt oder der Zombie. Sondern es geht mir persönlich darum, dass man eine sichere Anwendung hat, dass man mit den Geräten Sport betreiben kann. Ich habe durch diesen Sport jetzt über 10 Kilo abgenommen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mehr als jedes Fitnessstudio. Mittlerweile sind es sogar 15 Kilo. Also es ist wirklich ein toller Sport. Wir wollten eine Liga machen, Turniere, Events, aber ja, wir wurden in die Öffentlichkeit gezogen und somit zur Vorveröffentlichung gezwungen, weil die Leute natürlich dachten, was geht denn jetzt ab? Ja, irgendwie Malte und Eric werden da von Steambow gesponsert, what the fuck? Also nochmal, es geht darum, einen Sport zu etablieren. Ja, ich mache das als Hobby, ich mache das nebenbei, deswegen gibt es auch nur einmal die Woche ein Video. Und nicht jeden Tag oder jeden zweiten oder sonst wie. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber und ich bin auch kein Millionär. Nicht mal zu einem Hundertstel aktuell. Naja, wir mussten dann halt vorveröffentlichen. Einfach das Video schon raushauen. Und es war eine wirklich schwere Zeit, weil wir wurden von allen möglichen Leuten schief angeguckt. Wir wurden ja als abhängig abgestempelt. Und an der Stelle möchte ich noch einmal ganz klar sagen, ich bin definitiv unabhängig. Den Fenris, der da hängt, den habe ich gesponsert bekommen. Und das wisst ihr auch, das wurde in dem Video gesagt. Ich habe so gut wie alle meine Stingers selbst gekauft, genauso wie auch meine Adder, meine Excalibur, meine Scorpit, mein Whipshot, meine Siege, meine RX, meine R9. Gewisse Artikel bekomme ich von Steambow zum Testen, um sie euch vorzustellen. Muss die dann nicht zahlen. Und dabei geht es vor allem um Pfeile, Sehnenwachs, Sehnen, Verschleißmaterialien, aber auch natürlich zum Beispiel die neue M10 im Koffer. Na, das ist klar.
ich darf auch Prototypen sehen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass Dimbo so offen zu mir ist. Wir möchten diesen Sport machen und ein österreichischer Hersteller findet das ganz toll, weil er weiß, dass er selbst davon auch profitieren kann. Weil er selbst weiß, okay, unsere Geräte werden diese sportlichen Disziplinen sehr gut machen. Wir beteiligen uns da gerne, wir unterstützen euch da gerne. Wir haben auch andere gefragt. Wir waren sogar IK Archery Händler, zumindest angefragt, bis uns dann ein gewisser Herr mit Ansage, der brüstet sich bis heute damit, das vernichtet hat, dieses Unterfangen, und uns quasi in die Abhängigkeit von Steambo getrieben hat, weil es wurde uns verboten, IK Archery Produkte zu kaufen. Dieser jemand ist zur IK Archery Leitung gegangen. Ich weiß nicht, wie er sie überzeugt hat. Definitiv ist es so, dass wir eine Absage von IK Archery bekommen haben. Und auch bei anderen Händlern, weil wir halt in dieses Licht gerückt wurden, dass wir ausschließlich Steambo-Produkte verkaufen wollen würden, was halt nicht stimmt. Deswegen haben wir uns auch bei JVD registriert, bei IK Archery. Wir wollten sehr viele coole Produkte haben. Wir wollten die Vlad haben, wir wollten die Adder haben, wir wollten die RX haben. Aber da fängt es halt an. RX, okay, aber Adder, da kriegt man Probleme. Das weiß jeder deutsche Händler. Ich habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe versucht, mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten zu sprechen und zu verhandeln, sodass wir nicht nur Steambo-Produkte im Shop haben. So hatten wir dann zum Beispiel auch viele 3D-Prototypen, die in den Shop hätten landen sollen. Wir hatten sehr, sehr viele Anbauteile, zum Beispiel von Fab Defense. DLG Tactical aus der Türkei war im Gespräch, war im Grunde schon geordert. Wir hatten Pfeile von S&K, wir wollten Pfeile von CrossbowTuning.com haben und wir wollten auch die Pfeile von Wansma haben. Wir wollten auch mit Bogensportwelt Dinge tun. Daraus ist nicht allzu viel geworden, einfach weil wir extremen Gegenwind bekommen haben und ja, zum Teil auch wirklich persönlich bedroht wurden. Also ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Ich bin an dieser ganzen Nummer gewachsen, auch wenn ich zwischendurch kurz davor war aufzugeben. Der Februar war besonders heftig für mich. Da war ich im Urlaub, saß am Strand und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wir wurden bei Behörden angeschissen. Gegen mich wurde ermittelt. Ich war einfach im falschen Film. Ich mache das hier in meiner Freizeit, um mir natürlich selbst, aber auch euch, diese Spielplätze deutschlandweit anzubieten. Und es wird so hart gegen uns vorgegangen. So hart mit allen Mitteln. Also wirklich mit allen Mitteln, mit Einschüchterung, mit bei anderen Leuten negativ über uns reden, uns permanent durch den Kakao zu ziehen, als Privatperson, aber auch als Firma. Ja, und zu guter Letzt halt dann auch, dass man Behörden auf uns angesetzt hat. Das hat mich persönlich extremst verschreckt und wie gesagt, ich war kurz davor aufzugeben. Diese letzten Monate waren absolut die Hölle. Die Phase ist vorbei. Ich bin gestärkt aus dem Ganzen wieder raus. Fakt ist auf jeden Fall, nicht jeder hat das so gut weggesteckt. Und der Geschäftsführer der Crossbow Dynamics ist nach diesen ganzen Angriffen, Einschüchterungen und Drohungen eher abgetaucht, als hat aufgedreht. Das ist seine Entscheidung, das kann ich nicht beurteilen. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, dass wir da Vollgas weitergemacht hätten. Aber wie es scheint, ist da halt einfach die Motivation flöten gegangen. Und ja, dementsprechend wurden wir quasi gelähmt. Also ich war dann im Februar nochmal da, um nachzufragen, ja, was ist los? Warum passiert nichts? In der Zeit sind die Crossbow Dynamics Videos mit mir entstanden. Die habe ich dann dort gedreht. Danach ist nicht mehr großartig was passiert. Da könnt ihr euch selbst eure Gedanken machen. Fakt ist auf jeden Fall, man sieht Eric nicht mehr allzu viel in der Öffentlichkeit. Ich kann ihm da auch keinen Vorwurf machen, ich verstehe es, wenn es um den unbescholtenen Namen geht, wenn es um auch juristische Fälle geht, werden viele Leute vorsichtig. Ich habe mich davon nicht einschüchtern lassen, was nicht vielleicht unbedingt das Cleverste war, das muss man auch dazu sagen, weil damit habe ich mir natürlich noch mehr Probleme eingehandelt. Vor wenigen Wochen noch ein Angriff von einem großen YouTuber, von dem großen YouTuber. Und zwar hat er da Bedenken, dass ich die Revo 7 oder die Interceptor in schlechtes Licht rücken würde, wenn ich ein Video darüber mache. Da kann ich euch nur sagen, Leute, keine Sorge, ich habe extremst Bock auf die Revo 7, extremst Bock. Ich mache einfach mein Video zur Revo 7 und da kannst du mich einschüchtern, wie auch immer du willst. Das kommt auf jeden Fall, selbst wenn du hier vor der Tür stehst. Und du musst keine Sorge haben, dass ich dem Ding keine faire Chance gebe. Überhaupt nicht.
Meine erste Revier-Armbrust war die Edda und ich war saumäßig zufrieden mit ihr, bis dann halt das Schloss Probleme gemacht hat. Und das ist im Grunde der Knackpunkt bei der Revo. Also wenn das Ding wirklich so gut funktioniert wie vorgestellt, ist eigentlich die Frage nur noch, wie lange hält das Schloss? Kommerzielle Mini-Edda, wie geil ist das denn? Ich find's Hammer. Klar, andere Pfeile, sonst wie, aber da müssen wir wirklich gucken, wie die Präzision ist. Das möchte ich nicht vorverurteilen wie andere. Fakt ist auf jeden Fall, ich gebe der Interceptor und auch der Revo 7 eine absolut reelle Chance. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, ist es denn auch gut und ist es langlebig? Weil das sollte mittlerweile bekannt sein. Ich schieße recht viel. Pro Woche komme ich gut und gerne mal auf 1000 Schuss. Und wenn halt so ein Schloss bei 10.000 Schuss bricht, ist das scheiße. Für mich persönlich, weil dann bräuchte ich pro Jahr 5 Dinger. Das wird dann ziemlich teuer. Und gerade bei dem Preis von 419 Euro bin ich tatsächlich sehr positiv überrascht von dem Ding und hoffe, weil es anders als wie bei der Vlad, sau viel Gedöns für einen ganz kleinen Preis. Nee, hier wirklich ein guter Preis. Ich habe das Gefühl, da könnte man wirklich, vor allem im Schloss, das ist mir das Allerwichtigste. Wenn das Ding so funktioniert wie vorgestellt, ist das eh geil. Jetzt kommt es nur darauf an. Wahnsinnig viel Potenzial und ich werde es auf jeden Fall testen. Und kannst du machen, was immer du willst. Und das ist mir ziemlich egal. Und ich habe dich daraufhin dann einfach angerufen, nachdem dieses Posting schon wieder im Raum stand. Habe ich dich angerufen, habe dir gesagt, yo, was soll denn das wieder? Du weißt doch ganz genau, dass ich unabhängig bin und du weißt doch auch ganz genau, dass ich seit über 2 Jahren mit dir zusammenarbeiten möchte. Ich musste dann betteln, dass ich 5 Minuten Audienz beim Herrn haben darf. Ich werde die Revo vorstellen. Und wenn die gut ist, werde ich sagen, dass sie gut ist. Wenn die schlecht ist, werde ich sagen, dass sie schlecht ist. Und mir ist scheißegal, ob du danach irgendein Video über Steambo-Produkte drehst, weil ich bin nicht Steambo. Wenn Steambo Verlust macht, dann macht Steambo Verlust. Wenn Steambo Gewinn macht, macht Steambo Gewinn. Ich krieg davon nichts ab. Andersrum wäre es, wenn die Crossbow Dynamics Gewinn macht. Denn das ist so. Wenn wir jetzt Gewinne machen würden, dann würde Steambo davon 40% bekommen. So, aber jetzt gucken wir mal aufs Papier. Diese GmbH ist jetzt vor einem Jahr gegründet worden. Dann gab es Angriffe auf die Geschäftsführung und auch auf mich. Ich war ja nie Teil der Geschäftsführung, ich war auch kein Mitarbeiter. Und danach ist nicht mehr allzu viel passiert, weil die Leute in Deckung gegangen sind. Und ich kann auch nicht die Geschäftsführung übernehmen und es selbst in die Hand nehmen. Das geht nicht. Ich arbeite 40 Stunden. Wie soll ich da noch die Geschäftsführung übernehmen? Von einem Laden, der in Österreich steht? Wie soll denn das gehen? Das geht nicht. Da ich es nicht machen kann. Der Aktuelle es nicht weitermachen will und natürlich auch nicht Steambo die Geschäftsführung übernehmen kann, haben wir uns jetzt dazu entschieden, das Ding aufzulösen. Weil es macht einfach keinen Sinn. So kommen wir nicht weiter voran. Wir müssen raus aus der Schusslinie, weil das ist es nicht wert. Und ja, wenn du mir sagst, ihr seid jetzt Konkurrenten und gegen Konkurrenten gehe ich hart vor, dann sage ich dir jetzt was. Du hast gewonnen. Wir sind keine Konkurrenten mehr. Ich gebe auf. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze und ich hoffe, ihr versteht auch, warum ich erst jetzt darüber sprechen kann. Weil natürlich ist das so bei Gesellschaften. Es kann nicht ein Beteiligter aus der Gesellschaft nach vorne preschen und erzählen, was da eigentlich los ist und was hier gerade geht nicht. Das muss intern abgeklärt werden. Es musste jetzt nach draußen und ich hoffe, dass ihr mich da verstehen könnt, warum ich es nach außen trage. Warum ich es gemacht habe und auch vor allem, warum ich es nicht gemacht habe, nämlich nicht die Geschäftsführung von diesem Laden übernommen habe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es jetzt ist. Crossbow Dynamics ist noch immer eine geile Idee. Ich halte es auch weiterhin als tolle Idee in meinem Herzen und ich denke, es war einfach noch nicht die Zeit. Vielleicht kommen wir in 5 Jahren wieder. Ich werde natürlich weiterhin alles, was in meiner Macht steht, tun, um diese Idee voranzutreiben. Auch wenn nicht als GmbH nach österreichischem Recht. Vielleicht wird es ein Verein, vielleicht wird es ein eingetragener Verein, vielleicht wird es kein Verein, vielleicht bin ich im Hintergrund und unterstütze irgendwelche Vereine bei der Gründung. Ich weiß es nicht. Aber mein Ziel ist weiterhin natürlich, Schießplätze in Deutschland anzubieten. Auch wenn ich mir dann natürlich harten Gegenwind einfahre. Das mache ich ganz allein für mich. Und somit dann auch für euch. Das wird ein Community-Ding. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Crossbow Dynamics als GmbH ist so nicht mehr da. Malte kriegt irgendwelche Prozente von Steambo. Ja, also nochmal, um das ganz klar auf den Punkt zu kriegen. Seit 2 Monaten ungefähr kriege ich tatsächlich prozentuale Beteiligungen bei Steambo. Und zwar als Affiliate. Und auch schon seit 2 Jahren bei Amazon. Und noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, Malte ist Amazon gekauft.
Gut, genug gelabert. Falls ihr noch Fragen dazu habt, falls ihr eine Meinung dazu habt, bitte lasst mich das alles wissen, schreibt es in die Kommentare. Und die Sommerpause ist bald vorbei und dann geht es Vollgas weiter. Vollgas, weil dann habe ich ja auch keine Gedankenblockade mehr und keine Drohszenarien mehr, auf die ich reagieren muss. Sondern einfach nur noch Spaß, Sport und Ausrüstung. Ganz, ganz viel Ausrüstung. Unfassbar viel habe ich aufgerüstet. Tasmanian Tiger und Helikontex ohne Ende. Plate Carriers, Gürtel, IBMC wird richtig geil. Leute, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, müsst ihr das jetzt tun, auf jeden Fall. Weil es geht in Kürze los mit richtig, richtig geilem und viel, viel, viel Content. Wahrscheinlich wird es in ungefähr ein halbes Jahr mindestens 2 Mac-Videos die Woche geben. Mal schauen. Ist gerade sehr viel im Schnitt. Bis dann. Ciao.